wieder sagen, genau, weiter geht's. Moin Moin, liebe Leute auf YouTube, danke fürs Einschalten zu einer neuen Runde We Are Football, gerade rechtzeitig zum Stufenaufstieg. Ja, eine Managerstufe erreicht, 3 Aktionspunkte dazu gewonnen, Motivationsbonus für die nächsten Spiele, bis wir 2 Mal verloren haben. Und wir können noch einen freien Bonusspieler, also einen Spieler frei boosten, so ein bisschen um 10%. Und da habe ich jetzt mal unseren Torschützen aus dem letzten Spiel, unseren Doppeltorschützen aus dem letzten Spiel ausgewählt. Ich denke, das wäre ganz nice, wenn der stürmermäßig sich noch verbessert, ne? Spezialbonus. So, unser also sind wir. Ihre rhetorischen Fähigkeiten verbessern sich. Ihm stehen mehr Optionen zur Verfügung. Gott, oh Gott, jetzt wird es auch kompliziert. Sie verbessern sich im Smalltalk und nutzen jeden Treff mit Kollegen. Ich hab hier was. Voraussetzung fehlt. Geplante Verbesserung. Das kann ich ja alles noch nicht hier, ne? Dumm die Dumm, ja. Was mache ich denn jetzt hier? Wenn ich den erlerne, werden die anderen Optionen denn frei oder wie? Ich denke schon, oder? So, ne, die Aktionspunkte gebe ich jetzt nicht dafür aus. Behalte mir das lieber erstmal. Standards. Trainingsfrei? Nee, nee. Individuelle Fähigkeiten ist gut. Spielerförderung. Kader verbessern. Organisatorisches Mitarbeiter. Finanzen und Sponsoren. Obwohl wir eigentlich, glaube ich, gar nichts haben für den Bereich. Aber egal. 40 Tage ist er verletzt. Steht denn, was er hat? Außenbandriss. Hier. Spieler fällt aus. 40 Tage Außenbandriss. Steht da. Ich sitze da ein bisschen drüber, ne? Aber steht Außenbandriss. Seht ihr ja hier. Und Spieler fällt aus. Prognose für 40 Tage. Na gut. Kann man nichts machen. Ist dann so. Oberneuland ist unser nächster Spieler. Nächster Gegner in 5 Tagen wohl schon. Na gut. Ich weiß gar nicht, ob wir die zweite Mannschaft auch so drücken können von der vom finanziellen her. Das eigentlich, warum haben wir 4,5 auf Stürmer einer zweiten Mannschaft? Wegen dem Alter wahrscheinlich, oder? Hat schon wenig Jugendspieler. Der eine hat eine Erkältung. Alter 21, Wolfsburg 2 Stürmer. Ja, solche haben wir gemerkt, kriegen wir wahrscheinlich eh nicht. Ich glaube auch, ich will gar nicht zu lange rumtrödeln, sondern wir ziehen mal durch. Ne? Sport treiben, ja, das sollten wir machen. Wir sollten auch noch auf jeden Fall uns fortbilden. Einen Fanclub besuchen, können wir auch gerne machen. Fortbildung wird eigentlich, glaube ich, immer mit rein, ne? Ne, kann ich auch nur einmal machen. Ich kann aber zweimal Sport machen. Fähigkeiten fit machen. Arbeitszeitstatistik. Okay. Die alten Managerpunkte. Hilfe gelesen, Hilfe gelesen. Das gab auch immer einen Punkt. Okay. Kann ich noch irgendwo Hilfe lesen? Sechs Punkte kriegen wir, wenn wir gewinnen aktuell. Erholsame Woche. Mal hier nochmal wieder so ein bisschen individuell gemacht. Also Pressing gegen Pressing brauchen wir auf jeden Fall. Arbeiten wir da mal wieder so ein bisschen dran, ne? Also Pressing auf schon intensiv, würde ich behaupten. Wir haben hier die frische 93 hier unten steht. Das ist doch alles, also über 90 frische ist doch alles völlig gut. Da können wir doch
Ah, trainieren. Hier können wir nachher das ein bisschen Konter üben. Und Konter mit weiten Bällen diesmal. Denn lange Pässe und Abstoß übt er dann. Am Dienstag wird dann Gegenpressing volle Intensivität rankommen. Zonenspiel, große Gruppen, Pässe und Gegenpressing. Gegenpressing wäre top, also das können wir ruhig trainieren. Auch nachmittags ruhig intensiv, ne? Individuelle Fähigkeiten ist immer gut, dass jeder sich ein bisschen verbessert zumindest. Dribbeln vielleicht noch. Das ist kurze Pässe und Ballbehauptung. Dribbeln ist gut. Intensiv. Da machen wir eine Erholung, ne? Oder da machen wir irgendwas ganz Leichtes. Aktive Erholung. Also kurz vorm Spiel aktive Erholung ist gut. Antritt und Schusstechnik bringt uns hier nichts. Nach dem Spiel können wir noch ein paar Schwalben üben. Aber volle Intensivität. Ecken, Rückraum. Wir müssen auf jeden Fall auch noch irgendwie irgendwas mit Ecken. Ecken, Strafraum, Ecken, Rückraum. Aber auch volle Intensivität hier nach dem Spiel, ne? So. Nochmal individuell ist blöd. Abseitsfalle haben wir noch gar nicht trainiert. Ist eine harte Trainingswoche. Aber ich glaube, ist ganz gut, oder? Denke schon. Weiterbildung. Sie arbeiten hart und erhalten einen Managerpunkt. Na gut. Der von ihm besuchte Fanclub freut sich sehr über ihren Besuch. Man hofft, dass sie in Zukunft häufiger mal vorbeikommen. Schön. Und da sind wir schon wieder. Ich ziehe ihn wieder ein bisschen nach vorne. Nicht zu defensiv auftreten. Hartmann, Idlo, Thomsen, Wöhrmann, Stör, Pedersen, Nier, Kirschke, ach, Schulz, Empen, Kramer, das passt schon, ne? Aber sollen wir dann Innenverteidiger auf die Bank mitkriegen? Dafür ein Dings draußen lassen und der Stürmer, ne, gut, wir haben den Stürmer hier drauf, ne? Theoretisch sind wir besser, was nicht unbedingt heißt, dass es auch so sein muss. Wir spielen Angriffsfußball mit kurzen Pässen. Nö, wir spielen nach wie vor kontrollierte Offensive. Haben wir auch eine ganz gute Fähigkeit. Variabel und regelmäßig gegen Pressing. Ja. Bisschen mehr in der Mitte. Schön, wenn das mal irgendwie. Okay, das auch einstellen. Konnte er schon, ja, so. Okay. Das passt schon, Leute. Wir gehen rein. Also 3000 Zuschauer wieder ausverkauft. Ich würde gerne die Stadionpreise erhöhen. Falls es jemand weiß, wo ich das machen kann, schreibt gerne nochmal rein. Das wollte ich vorhin schon sagen. Würde mich freuen. Oder kann man das nur zu Beginn der Saison? Verfügbare Motivationspunkte für Ansprachen. Eure Eltern werden heute stolz auf euch sein. Das ist doch alles, also die Ansprachen sind ein bisschen, naja, oder? Moin, moin, moin. So, weiche vor, weiche vor. Flensburg, Freistoß durch Hartmann. Weit vorbei. Gelbe Karte für Nier. Rechte Außenverteidigung. Kramer wieder mit einer Ecke. Das kann immer, strahlt immer Gefahr aus. Weit zurück zu Willmann. Der passt rüber zu Empen, der im Abseits steht.
5er Innenverteidiger haben die. Interessant. Könnten wir auch gut haben. Freistoß nochmal durch Hartmann. Niedlo flankt drüber. Kramer flankt wieder zurück. Eppen und Koffer. Richtig weit vorbei. Ich habe keine Umfrage gemacht, ne, aber ich fand gerade eben, das lohnt sich auch nicht. Geht glaube ich nicht, ne? Oh, Konter. Um Oberneuland. Hand dribbelt. Oh ne, kriegt schon um. Oh, das war mal eine Torchance gegen uns. Enden mit einer gelben Karte. Willmann, alter Schwede. Drei gelbe Karten schon, also das ist ein bisschen übertrieben, ne? Hat man schon wieder mit dem Freistoß. Direkter Freistoß und Tor. Alter. Noch einer, was los, Hartmann? Aber von weit hinten, ne? Empin, Flanke, rüber zu Kramer, Kopfball. Oh Gott. Zweites Freistoßtor von dem Hartmann, Leute. Krasses Ding. Da denn los? Zwei Freistoßtore, aber wir haben auch wahnsinnig viele Freistöße gehabt, ne? Was irgendwie Fouls. So richtig sieht man das nicht, ne? Weil wir hatten schon etliche Freistöße. Also läuft bei uns 3:0 zur Halbzeit. Da können wir gleich rechtzeitig bis ein paar Spieler schon. Bisschen weniger Einsatz, ein bisschen weniger anstrengend, ne? Hartmanns Freischüsse. Ah, vorbei. Vorsichtig offensiv. Ich würde sagen, wir sind jetzt in der 50. Minute. Führen. Ziemlich deutlich. Lass jetzt mal die beiden gelb vorbelasteten rausnehmen, ne? Ah, ne, wir haben sogar schon drei gelb belastete. Defensives Mittelfeld. Unser bester Stürmer. Aber gar kein Torwart auf. Ach doch, da. Ich sage kein Torwart auf der Bank. Wie geht das? Drei neue, drei frische. Hier gucken. Für die letzten 10 Minuten gucken wir noch mal, wer ist gar nicht mehr frisch. Dass wir überall noch einen Ersatzspieler haben. Abwehr ist wieder komplett frisch. Achso, Einsatz macht der Co-Trainer auch runter. Also wir lassen das ruhig angehen. Ganz solide, kann man nicht anders sagen. Sehr nice. Aber krass, dass die anderen Teams auch alle immer noch mitziehen. Ne? Es ist nicht, dass wir jetzt schon großen Vorsprung haben. Wir haben echt schon 5 Spiele, 5-mal gewonnen. Aber die anderen Teams hängen uns immer noch direkt am Nacken her. Na gut, weiter geht's. Sehr nice, aber auf jeden Fall sehr solide, sehr gut. Aber wie gesagt, das ist noch nichts hier. Ne? Das ist immer noch nichts. Kein großer Abstand. Das werden nachher direkten Spiele ausmachen gegen die Top-Kandidaten da oben. Nico Empen hat hier wieder einen großen Schub gemacht. Brusttechnik. Meisten Siege in Folge, neuer Rekord 5. Ja, gib uns gerne ein paar Managerpunkte. Können wir gebrauchen. Dumm, ein bisschen übertrieben die Musik, ne? Nur ein bisschen. Gut. Also, nächstes Spiel, keine Schwerpunkte, Finanzen und Sponsoren, was weiß ich.
Individuelle Fähigkeiten, Abschlüsse, Regeneration, Fitness, Offensivspiel, Defensivspiel, Passspiel, Flügelspiel, Über-Unterzahl, Großfeldspiele, Konter, Pressing. Idlo. Nein, ich gebe dafür für den Spielerboost erstmal keine Aktionspunkte aus. Ne? Das ist zu verschwenderisch, meiner Meinung nach. Wir wollten ja bald mal in die Verhandlungen gehen und gucken, ob wir Vereinsbudget noch rausholen können, weil wir doch einen ganz guten Kontostand erwirtschaftet haben. Unser Clubgelände ist immer noch überschaubar. Und bei uns wird ja empfohlen, dass wir einen besseren Trainingsplatz machen oder was. Ein Kleinfeld kostet 75, ein Fußballtennis 25, Fußballtennis umzäunt. Infozentrum. Ja. Gehen erstmal wieder in die Wochenplanung rein. Wir müssen immer einmal Sport machen. Dame and Horse, das nächste Spiel, 200 Kilometer Anreise. Weiterbildung wichtig, geht immer rein in die Woche. Dann würde ich sagen, gucken wir noch mal was für die Fans und Spieler schicken. Einfach nur mal so als Testen, nehmen wir mal den. Zufriedenheit Fans mit Betreuung, gucken wir mal, schon viel besser, ne? Schick mal nach Lübeck, kosten 25.000, Dauer 28 Tage, Effekt 50%. Ja, hier sind überall mittlerweile teilweise auch zwei Personen, also werden dann doch Leute eingestellt. Der Torpedo hier, was oder was? Da wird ganz gut was gekauft. Wir können ja mal eine Budgetveränderung mal gucken, was sie überhaupt so sagen. Ich habe ja keine Ahnung. S-Line Day, 8 Tage. Nächster Trainingsfortschritt. Ja, wir werden nicht groß was kaufen können. Wovon, ne? Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht machen. Wird auch nichts vorgeschlagen aktuell für die Woche. Und hier müssen wir Pressing gegen Pressing weiter. Wir haben auch gesagt, wir machen diese Woche Pressing. Guck mal, da ist auch viel Pressing tatsächlich dann automatisch in der Woche drin. Ne? Pressing gegen Pressing, Pressing gegen Pressing. Aber das ist dann zu viel. Sollten auch einen Tag machen wir mal hier Konter morgens, Konter abends. Und damit Passspiel. Und dann mit langen Bällen. Sind wir noch sehr, sehr frisch. Da machen wir ein ganz leichtes Abseitstraining. Und da machen wir irgendwas mit Eckbälle kurz. Gehen sie ja ziemlich oft bei uns, ne? Eckräume, Ecken, Strafraum, Ecken kurz. Schnelligkeit, Schuss, das macht auch nichts. Dann vielleicht noch mal Dribbling. Toriger Schusstechnik. Ah, guck mal, also unsere kontrollierte Offensive ist langsam gut trainiert, muss man echt sagen. Da kann man denn auch irgendwann was anderes, aber generell finde ich kontrollierte Offensive eigentlich hört sich immer ganz gut an. Nach dem Spiel erstmal Erholung? Nee, das brauchen wir nicht. Ein paar Schwalben üben, auf entspannt.
und Ecken im Rückraum. Also das ist eine Pressing-Woche mit Samstagsspiel, ne? Und schon eine anstrengende Woche. Viele, viele intensive Trainings. Aber ich glaube, das müssten die Körner noch relativ hohe Frische haben. Also lassen wir die Woche mal durchlaufen. Vorgespräche. Der Spieler möchte im Augenblick eigentlich nicht weg, da er seinen Vertrag gerade erst verlängert hat. Vielleicht finden sie ja jemanden anderes, meint er. Wir können natürlich sprechen, aber im Moment sehe ich keine Zukunft. Sehe ich meine Zukunft beim Wolfsburg. Bleib doch da. Null Interesse, bleibt doch da. Nee, also diese Saison wird für uns transfermäßig nichts geben. Alleine auch das, wie wenig wir hier einen Spielraum haben, unglaublich. Wir können ein ganz bisschen Budget hin und her schieben, aber ich habe jetzt kein großes neues Budget beischaufeln können, wohl. Tausender, ne? So nach dem Motto 1000 hin und her geschoben. Das macht irgendwie keinen Sinn. Wir spielen gegen Delmhorst im Stadion Düster Nordstraße. Das Ganze ist 199 Kilometer entfernt. Dann fahren wir da mal hin. Und Elendium, 13 Monate, danke, danke für 13 Monate, Elendium. Vielen, vielen Dank für den Support. So. Hampen wieder ein bisschen mehr in Sturm rein hier. Schulz ein bisschen offensiver. Das passt so. Die sind doch echt gut jung, ne? Das ist das DM der Patrick Thomsen. Warum spielt der denn? Ich würde auch eher lieber unseren Martin Pitter hier einsetzen. Das ist 21 und nicht so. Doch ein bisschen schlechter, aber. Geht. Ist auf jeden Fall auch jünger, ne? OM. Er ist weiterhin verletzt. Ja, ein Innenverteidiger auf die Bank. Passt so. Genau, ne? Wir sind knapp stärker wieder. Künstlerindex ist echt schlecht. Eingespielt hat, naja. Vermutete Aufstellung Gegner. Den nach Form ist ja gut, ne? Eigentlich ist, passt das. 89er Fitness ist auch noch in Ordnung dafür, dass wir doch gut wieder trainiert haben. Die Woche, ich denke, das passt so. Gegenpressing-Tag regelmäßig. Also bisher finde ich, bin ich mit der Taktik ganz gut gelaufen. Deswegen weiß ich gar nicht, warum der Co-Trainer das immer wieder ändern will. Das muss halt noch weiter trainiert werden. Ne? Distanzschüsse, Abseitsfalle, Dribbeln, Beiben. Müssen sie noch besser beherrschen. Und die Ecken natürlich auch. Kurzecken, Ecken, Rückraum. Also da muss auf jeden Fall noch Training her. Gut, ich würde sagen, YouTube-technisch machen wir das Ganze in der nächsten Folge. Ne? Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.